Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und heute werfen wir mal zur Abwechslung nicht einen Blick ins Videospiel, sondern ins offizielle Buch zu Assassin's Creed Revelations. Das Ganze wurde mir mit freundlicher Unterstützung von Piggyback zur Verfügung gestellt und wir werden uns heute einmal genauer betrachten, was ist so drin im Buch der Offenbarung. 100% vollständig ist natürlich auch hier ein ganz großes Thema. Generell, alle Geheimnisse werden hier enthüllt. Es gibt wieder mal übersichtliche Lösungswege, also wie jedes Level einfach zum Erfolg zu Ende gebracht werden kann. Es gibt ein umfangreiches Mehrspielerkapitel, Story-Analysen und solche Geschichten. Die optionale Datenbank ist natürlich enthalten, auch sehr interessant. Neben dem spoilerfreien Design sind Altairs Geheimnisse, das sind 16 Seiten gefüllt mit, ja, bisher sage ich jetzt mal, unveröffentlichten Einzelheiten und Details zu Altairs Leben, Hintergrundgeschichten und sowas. Das fand ich persönlich auch sehr interessant, weil es einfach nochmal ein bisschen abseits was vom Spiel bietet. Das Buch bietet eigentlich wie gewohnt so eine ganz schöne Abwechslung immer von Text und vielen Illustrationen und ich bin halt immer Fan von diesen Artwork-Geschichten, muss ich ganz einfach gestehen. Deshalb ist es für mich von vornherein halt immer schon so ein Genuss, durch gut gemachte Bücher zu Videospielen einfach zu blättern. Und mir geht es dann nicht nur um die Grundlagen, die ich euch hier gerade ins Bild halte, sondern ganz einfach auch, wie ist das Ganze aufgemacht? Ist das jetzt ansprechend illustriert? Macht das einfach Spaß, sich das nur anzuschauen? Und ich muss einfach sagen, das Buch ist hier wieder auf einem absoluten Top-Niveau. Ja, da wird jeder Fan der Assassin's Creed-Reihe auf jeden Fall einmal mit der Zunge schnalzen, weil es ganz einfach nur, ja, voller Illustrationen, voller sehr guter, hochwertiger Grafikelemente nur so strotzt. Und das beginnt natürlich hier mit so unterschiedlichen Geschichten, dass zum Beispiel diese einzelnen Elemente hier wirklich auch mit kleinen Bildern versehen sind, die dann so aufgearbeitet wurden mit Bewegungsandeutungen für diese Pfeile. Das ist jetzt solche Geschichten wie hier gerade Klettern für Fortgeschrittene, grundlegende Kampftechniken, Konterattentate, Entwaffnen, Rammen, Schubsen, Greifen, Treten, Attentate, was weiß ich nicht noch alles. Da gibt es wirklich kaum einen Punkt, der nicht beschrieben wird. Körper tragen, Geld werfen, plündern, Taschendiebstahl und so. Es gibt einfach nichts, was in diesem Buch nicht beschrieben wird. Und elementar natürlich für ein Lösungsbuch, beziehungsweise es heißt ja heute eigentlich immer offizielles Buch, ist aber letztendlich nach wie vor immer noch der Lösungsweg. Ja, der Lösungsweg kostet jetzt, ich sag mal, das offizielle Buch kostet jetzt hier in dieser normalen Standardfassung, die ich hier in der Hand halte, 15,99 € und ist rund 250 Seiten stark. Das Ganze ist natürlich gegliedert in diesen einzelnen DNA-Sequenzen. Dabei wird euch eigentlich immer auf der linken Seite gesagt, was ihr zu tun habt. Und auf der rechten Seite gibt es dann häufig verschiedene Tipps dazu und auch wie ihr eben diese, ja, für Fans, sage ich jetzt mal, oder auch für mich wichtige 100% Synchronisation erreicht. Ja? Und da muss ich sagen, dass das Buch wirklich sehr, sehr hilfreich. Hier sehen wir zum Beispiel die Szene mit den 5 Wachleuten in die Strohhaufen ziehen. Wenn ihr meine Videos verfolgen solltet, dann werdet ihr sehen, dass ich da schon mal ein Gameplay-Part zu gemacht habe, wo ich genau eben das zeige, was das Buch hier beschreibt. Und eben diese Tipps und diese Lösungen oder meinen Weg, wie ich das Ganze mache, habe ich auch hier aus diesem Buch entnommen. Das Buch zeigt dann wirklich zum Beispiel diese einzelnen Elemente, wo sind jetzt überhaupt Strohhaufen auf dieser Karte zu finden, wann habt ihr noch die Chance, was zu machen, wie sind zum Beispiel die Laufwege von Wachen und gibt euch ganz einfach auch so diese Tipps, wie dass ihr auch eine Wache locken könnt und solche Geschichten. Also das ist mit einer Menge anregenden Informationen ausgestattet, will ich das mal so nennen. Und ja, es spoilert halt einfach gar nichts, aber wenn euch jemand einen Tipp gibt und ihr schafft es mit dem Tipp, dann ein Spiel einfach noch besser zu lösen oder ihr habt noch mehr Spaß daran, dann genau dann ist eben auch so ein Buch genau sein Geld wert und in Fanhänden, ja, quasi so ein Must-Have für mich immer noch. Ja, also ist, glaube ich, jetzt kein großes Geheimnis, dass ich schon immer ein Fan von solchen Büchern war, dass ich mich auch gerne immer mit den Hintergründen aus Videospielen beschäftige, dass ich gerne viele Infos habe und dass ich auch mal wissen will, Mensch, welche Gedanken hat der Entwickler sich dabei gemacht? Und ja, so bietet das Buch einfach einen immens umfangreichen Einblick, nicht nur in die Hauptquest, sondern auch, wie wir hier gerade sehen, in die Nebenaufgaben.
In dem Kapitel Nebenaufgaben findet ihr ganz einfach Lösungswege, Analysen und Tipps zu diesen sämtlichen sekundären Erinnerungen und zu anderen optionalen Aktivitäten, die ihr in diesen einzelnen DNA-Sequenzen so machen könnt. Das ist hier am Anfang nochmal mit so einer Übersicht ganz einfach aufgelistet, welche Punkte es wo zu erledigen gibt, sage ich jetzt mal. Und dann sehen wir hier auch schon mal ganz hübsch, was einem vielleicht auch nicht so immer von Beginn an geläufig ist, der Wiederaufbau von Konstantinopel, wie der sich in einzelnen, ja, auf das Spiel auswirkt, welche Wahrzeichen einfach, welche Werte haben, welche Bonuseinkommen es gibt, und es gibt natürlich auch ganz einfach immer wieder Tipps, was man machen kann, um solche Abschnitte wie den Wiederaufbau möglichst schnell zu lösen. Zu Templerfesten gibt es im Übrigen, sag ich mal, ein sehr, sehr gutes Kapitel, was mir wunderbar gefallen hat. Hier Verteidigung der Feste. Da wird dann auch nochmal drauf eingegangen, wie ihr am besten diese Minispiele quasi löst, bei welchen Moralkosten es sich lohnt, welchen Anführer, Armbrustschützen und sowas auszuwählen. Das ist ganz nett gemacht, muss ich sagen. Ich merke es halt ganz einfach immer wieder, dass ich bei den Gameplays so Fragen gestellt bekomme, wie, hey, mir passiert das und das und ich verstehe es nicht und so. Ja, da hilft natürlich so ein Buch auch weiter. Es gibt auch Logo immer Lösungswege im Internet, und ich kann immer noch sagen, ein Walkthrough im Internet, den ihr so nachlesen könnt, und ein, zwei Tipps werden nie so ein Buch ersetzen. Ob man natürlich dann im Endeffekt 15 Euro dafür ausgeben möchte, sollte jeder selber für sich entscheiden. Ich muss ganz einfach sagen, wenn ihr aber zum Beispiel Fan von Collector Edition seid, von der Assassin's Creed Reihe, wenn ihr wie ich jetzt einfach alle Teile im Schrank stehen habt, dann kann ich sagen, könnt ihr eigentlich mit so einem Buch gar nichts falsch machen. Auch hier gerade mal so diese Lauf- und Kletterwege, die ich euch hier gezeigt habe auf diesen kleineren Bildern, die helfen dann sicherlich auch mal dem Neueinsteiger weiter oder jemand, der sich vielleicht, ja, nicht von morgens bis abends, wie der eine oder andere von uns sich jetzt mit Videospielen beschäftigt, einfach mal, wo geht's lang, was muss ich machen, wie klettere ich am effektivsten. Ganz hübsch finde ich auch im neuen Assassin's Creed diese, ja, neue Google View, sag ich jetzt mal, ja, also diese neue Draufsicht der Karten, finde ich, ist irgendwie ganz hübsch gelöst, passt super zum Animus-Style, und da werden eben auch nochmal alle einzelnen Bezirke so aufgeführt, wie jetzt, was weiß ich, der südliche Konstantinbezirk, Topkapi, der nördliche kaiserliche Bezirk, alles was eben einfach so drin ist. Ja, blättern wir mal ein bisschen weiter rum. Hier sind wir bei diesen typischen Datenbanken angelangt, die einfach die verschiedenen Waffenwerte und Statistiken euch näher bringen. Da könnt ihr ganz einfach auch mal nachschlagen, Mensch, welche Waffe ist jetzt wie schnell zu benutzen, erreicht wie viel Schaden. Da sehen wir zum Beispiel ganz schön, dass eine Waffe jetzt hier wie die Merowinger Axt sehr wenig Schaden hat, dafür ein sehr hohes Tempo und sehr viel Schutz bietet. Also, das war mir persönlich gar nicht so geläufig, dass eine Waffe, die nicht so viel Schaden macht, eventuell doch aber einen super Schutz bieten kann. Es gibt ein recht umfangreiches Kapitel zum Bombenbau, was ja hier in Revelations auch ein wirklich sehr großes Thema ist. Dort werden alle einzelnen Zutaten beschrieben, und so geht es nach und nach weiter über die einzelnen Rüstungen, und ich finde hier gerade diese Ishak Paschas Rüstung sieht schon immens geil aus. Ah, die Meister-Assassinen-Rüstung auch. Okay, aber so generell nach wie vor halt ein großes Thema, diese ganzen Artworks da drin. Macht einfach Spaß, das Ding mal durchzublättern und sich die Illustrationen anzuschauen und dann nach und nach immer wieder sich diese einzelnen Elemente und Informationen aus dem Buch rauszuholen, die einen gerade selber interessieren. Sei es denn, ob ihr jetzt zum Beispiel im Multiplayer aktiv seid oder nur die Singleplayer-Kampagne spielt. Ja, neulich kam mal bei einem Video zu einem offiziellen Buch die Frage auf, warum machst du das überhaupt? Und generell könnte ich natürlich sagen, weil ich es kann. Aber ihr habt natürlich relativ selten mal einen Blick in solches Buch reinzuwerfen. Ja, also es gibt zwar durchaus Werbematerial auf den offiziellen Seiten, wo man sich immer mal so per PDF so mehrere Seiten anschauen kann, wie ist das Ganze aufgebaut. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel im Spieleladen eurer Wahl seid, sind die Teile ja immer eingeschweißt und man hat eigentlich nicht eine Möglichkeit, so komplett einen Blick hineinzuwerfen, wie ich es jetzt mache. Und wenn ihr euch vielleicht gerade noch denkt, Mensch, zu Nikolaus oder zu Weihnachten könnte ich mir das noch selber auf den Gabentisch legen, dann denke ich mir, ist das vielleicht einfach eine ganz gute Entscheidungshilfe, ob sich sowas hier für euch lohnen würde. Goldene Regeln und Tipps und Taktiken gibt es zuhauf, wie ihr zum Beispiel die Multiplayer besser angehen könnt. Da werden einfach
ja, ich sag jetzt mal Profi-Tipps oder Tipps von den Entwicklern wiedergegeben für die Fähigkeitspakete, für die Team-Taktiken. Die einzelnen Maps werden aufgeführt und so. Und gerade der Multiplayer-Part hat mir auch sehr gut gefallen in dem ganzen Buch. Dann gibt's einfach so ein Part, ja, Geheimnisse und Freischaltbares. Das ist jetzt was, ja, wenn man so ein Spiel genießen will und selber ganz entdecken will, würde ich so ein Part erst nach dem Durchspielen eigentlich durchlesen, ja. Also diese Story-Zusammenfassung, die hier geboten wird, die ist dann, ja, eben nicht spoilerfrei, da wird aber auch extra vorweg drauf hingewiesen. Da gibt's eine dicke Spoilerwarnung für, wenn ihr das lesen wollt, dann macht das doch erst, nachdem ihr das Spiel gelesen habt. Vielleicht versteht ihr dann noch einzelne Elemente ein bisschen besser oder merkt, hey, das habe ich da übersehen an der Stelle. Ich gehe hier mal nicht ganz so sehr drauf ein, weil ich will ja auch nicht hier allzu viel spoilern. Hier wird zum Beispiel auch nochmal ganz hübsch dieser Mythos von Adam und Eva beschrieben. Was ich finde, ist in Assassin's Creed einfach ein ganz geiles Element. Also wenn ihr es schon durchgespielt habt, dann wisst ihr jetzt, wovon ich rede. Mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich nicht sagen. Und dann kommen wir hier zu einem sehr schönen Kapitel, was ich anfangs schon mal angesprochen habe. Altair, die unbekannten Jahre. Hier werden halt verschiedene Sequenzen und Elemente aus Altairs Leben angerissen, beschrieben. Könnte ein ganz klein bisschen mehr Text haben für meinen Geschmack, aber bietet halt irgendwie nochmal ein bisschen netten Hintergrund zu der gesamten Assassin's Creed-Reihe. Ja, jetzt sind wir schon durch mit meiner kurzen Vorstellung zum Assassin's Creed Revelations Buch. Wie gesagt, ungefähr 250 Seiten stark, 15,99 Euro. Günstig, will ich jetzt wirklich mal sagen, ja, steckt eine Menge Arbeit in so einem Buch. Ihr habt einen sehr dicken Index, den konnten wir gerade zum Schluss nochmal sehen, bei dem ihr einfach alle Punkte nachschlagen könnt. So, und wenn ihr Bock auf Zocken habt, so wie ich, dann schmeißt mal Revelations rein und werft einen Blick ins Buch. Ich sag danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und haut rein.